very much. Ja, Martin Henkel, bitte. Martin Henkel, please. Konrad, kannst du einfach beschreiben, wie sich das anfühlt für dich, erst einmal in der Knockout-Stage in der Champions League? Was für Gefühle hast du, was für Erwartungen? What are your expectations? Einmal ein bisschen deine Emotionen beschreiben. And some of your emotion. Ich sag mal, das ist ein schönes Gefühl, wenn ich ein kleiner Junge war, sag jetzt mal, träume von solchen Spielen, sag jetzt mal, in der Champions League im Achtelfinale zu stehen, in so einem geilen Stadion spielen zu dürfen und es wird natürlich ein Highlight werden und ist einfach die Vorfreude des Riesenkurs auf dem Boden. Really looking forward to it. Yvonne Gabriel, bitte. Tottenham hat viele Ausfälle, Kane, ist das ein bisschen trügerisch, dass man jetzt denkt, das könnte vielleicht eine halbe Kraft geben oder leichter gehen zumindest? Schlussendlich, ich sage jetzt mal, es ist immer schade, wenn zum Gegner einfach Spiel verletzt sind, vor allem wenn es so gute Fußballspieler sind, weil ich glaube, ich bin in der Champions League und man möchte gegen die Besten spielen und ich bin auch so ein Typ, der es gegen die Besten spielen mag und das ist natürlich für jeden Fußballfan, sage ich jetzt mal, schade, dass die beiden ausfallen, aber schlussendlich haben wir genauso Ausfälle zu verkraften und ja, wir freuen uns einfach morgen auf das Spiel und die Elf, die wir spielen, Ingo Hane, bitte. Ganz hinten. The television journalist. Wir haben es gerade gehört, mit Son fällt ein ganz wichtiger Angreifer aus. Ist es dann möglicherweise auch für Sie oder für die Mannschaft ein Zeichen, das Ganze etwas offensiver anzugehen morgen? Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie wird die Spielausrichtung sein? Schlussendlich ist ein Spiel, was ausfällt und wir spielen nicht nur gegen einen Spieler, wir spielen gegen 11 andere Spieler in der Mannschaft und das ist ja, was natürlich ein ganz wichtiges Spiel für Sie ist, ausfällt oder nicht. Das können wir nicht beeinflussen, können wir nicht ändern. Es ist einfach so, wie es ist jetzt. Und wir werden jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen, glaube ich, irgendwie unseren ganzen Plan umstellen. Wir wissen, was wir wollen, wie wir Fußball spielen wollen und das versuchen wir einfach morgen 90 Minuten am Platz zu bringen. Oliver Hartmann, bitte. Herr Leimer, heute wurde ja bekannt gegeben, dass Sie Ihren Vertrag verlängert haben. Können Sie denn mal schildern, wie die Jahre jetzt in Leipzig für Sie verlaufen sind und warum Sie sich jetzt zu dem Schritt entschlossen haben, sich länger zu binden? Ich sage mal, wo ich nach Leipzig gekommen bin, war ich noch sehr, sehr jung, musste sicher noch viel lernen und ich glaube, ich habe einfach Step by Step jetzt die letzten 3 Jahre immer weitere Schritte gemacht und das war einfach ein Grund dafür, mich jetzt einfach dazu entscheiden, einfach noch länger hier zu bleiben, weil ich glaube, hier einfach ein sehr professionelles Umfeld ist, von vorne bis hinten, glaube ich, wo sich einfach ein junger Spieler weiterentwickeln kann. Und ich sehe einfach sehr, sehr viel Potenzial in der Mannschaft und im ganzen Club. Und ich will einfach ein Teil davon bleiben. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt individuell und mit der ganzen Mannschaft in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren einfach die nächsten Schritte machen kann. Guido Schäfer. Ja, Konrad, Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Der Coach wird uns ja nicht erklären, ob er mit Dreier- oder Viererkette spielt. Spielt er mit Dreier- oder mit Viererkette, Konrad? Also, das ist, glaube ich, nicht mein Job. Das muss dann der Trainer sagen, wie wir spielen, das weiß ich auch noch nicht. Aber wenn ich es dann weiß, dann zeige ich es dir natürlich gleich. Und ja, schlussendlich werden wir es dann morgen sehen, wie wir genau spielen. Und ich glaube, da darf sich dann der Coach was dazu einfallen lassen. Gibt es noch Fragen? Any more questions? Ja, Konrad, scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei dir. Danke. Thank you very much, Konrad.